Nach Zeugenbefragungen auf der Wache kommt auf Kriminalhauptkommissar Klaus Schäfer und Kriminaloberkommissar Dirk Ahrens direkt ein neuer Fall zu. Das Opfer, ein 6-jähriger Junge. Was ist denn da? Was ist das? Blut. Hast du das gesehen? Ja, ja, wir sind von der Liste. Hallo. Legen Sie mal hin. Hol mal Verbandskasten. Verbandskasten. Ja, ganz. Hast du Handschuhe dabei? Ich habe Handschuhe dabei. Ja, ja. Halt Sie den Kopf. Halt Sie den Kopf. Alles gut, alles gut. Was ist denn passiert? Ja, alles gut. Wir sind eben spazieren gegangen und es war alles normal und plötzlich dreht er sich um und ist voller Blut. Einfach so? Einfach so, ich weiß nicht, was ganz ruhig. Ist er ansprechbar? Ist er ansprechbar? Wie heißt er denn? In so einer Situation ist natürlich wichtig, erstmal das verletzte Kind hier zu versorgen. Zeitgleich muss man natürlich auch die Großeltern ein bisschen beruhigen. Ist natürlich schwierig in so einer Situation. Es waren genug Leute da. Ich habe mich dann letztendlich um den Teddy hier gekümmert und dem erstmal den Jungen aus den Händen genommen. Warum blutet er jetzt? Das kann ich Ihnen sagen. Weil hier Nadeln drin sind. Nein, das kann ich nicht sagen. Das ist ein neues Schaden. Ich hab ihn. Klappt das da? Mach du mal. Haben wir irgendeinen Karton oder sowas zum Hinlegen? Ich halte ihn. Lass mir es erstmal reinlegen. Alles gut. Ja, alles okay. Ja, alles okay. Die Versorgung des Jungen hat oberste Priorität. Die Kommissare vermuten, dass jemand das Kind gezielt verletzen wollte. Sie ermitteln einen Tatverdächtigen. Haben wir schon mal irgendwas gesagt? Nee, noch gar nichts. Sie müssen mir Ihren Namen noch mal verraten, ganz kurz. Mein Name ist Martin Staller. Martin. Ich bin der Opa. Opa. Wir haben aber beide zusammen das Sorgerecht. Was heißt das? Ja, der Vater, meine Tochter oder unsere Tochter, ja, ist vor einem Jahr ist die gestorben. Ja. Und, gehen Sie mal, lassen Sie den Kollegen erstmal. Der hat das nicht richtig mit der Trauer auch richtig verarbeitet. Okay. Und kriegt immer Wutanfälle und deswegen haben wir das so gemacht. Darf ich fragen, woran sie gestorben ist? Ist das ein Unfall gewesen oder was war das? Ja, das war ganz tragisch. Es war ein Unglücksfall. Unglücksfall. Nehme ich mal kurz auf, was ist denn los? Sie ist mit dem Auto verunglückt. Ja. Aber der Daniel, der ist eigentlich ein ganz Lieber. Was hast du denn jetzt gesagt? Das Schaf, das hat er wahrscheinlich genau von seinem Papa. Das ist ganz neu. Das kam mit der Post die Tage. Genau, das wäre nämlich die zweite Frage gewesen, oder auch die erste, woher das Schaf ist. Weil in dem Schaf waren tatsächlich irgendwelche spitzen Gegenstände. Ja, ein Spielzeugladen. Er führt einen Spielzeugladen und das kann eigentlich nur er gewesen sein. Aber das Schaf kommt woher? Wann ist es gekommen? Was haben das Sie gesagt? Schaf kam die Woche mit der Post. Das Stofftier kam ohne Anschreiben und Absender an. Der 6-Jährige hat nur oberflächliche Verletzungen erlitten. Einem Kollegen der Kommissare sind der Junge und seine Großeltern bekannt. Dirk, komm mal bitte. Die Herrschaften, die waren letzte Woche schon mal hier. Ich glaube, mit ihrem Schwiegersohn waren die schon mal hier, mit dem Herrn Krug. Und da war auch hier eine heiße Diskussion. Ging auch wegen dem Kleinen. Echt? Das haben wir damals alles mit der Mitgeschnitten. Aufgenommen. Ja. Können Sie uns einmal bitte aufklären, was letzte Woche hier in der Dienststelle war? Ja. Weil Sie hier waren? Da hat mein lieber Schüler. Bleib mal hier dann. Ja. Weil Sie dann Wutanfall gekriegt. So wie immer, das kenne ich ja nicht anders. Aber warum hier an dieser Dienststelle? Es war ein bisschen anders. Wir haben ja das Sorgerecht für den Leon. Ja. Unsere Tochter ist ja vor einem Jahr tödlich verunglückt. Ja. Und weil der Daniel das einfach nicht gut verkraftet hat, ja, das kann man sich ja auch vorstellen. Und einfach so ein bisschen, wir haben einfach gedacht, das ist besser, dass der Leon bei uns ist. Und das macht den Daniel wütend. Der versteht gar nicht, dass wir uns nur richtig um das Kind kümmern wollen. Mhm. Und er kann es auch jederzeit sehen. Aber vor 14 Tagen, da hat er ihn am Wochenende gehabt und hat sich nicht an die Absprache gehalten und hat ihn nicht pünktlich gebracht. Und da waren wir natürlich in heller Aufregung, ja. Ja, in diesem Fall ist es natürlich für uns wichtig zu wissen, was ist da in der Familie vorher vorgefallen. Gab es Streit? Gibt es da generell Streit? Wie ist das Verhältnis vom Vater zum Kind? Wie ist das Verhältnis Opa zum Vater? Und die Ursachen, die decken wir natürlich auf. Und in diesem Fall war es schon hilfreich. Ist er denn jetzt in dem Spielwarenladen da? Ja, wollte er nicht wegfahren heute, der Daniel? Er wollte wegfahren. Er wollte in den Urlaub fahren. Ich weiß, dass er in den Urlaub fahren wollte. Okay. Und dann würde sein Plan ja funktionieren, wenn er sich an uns wendet. Dann müssen wir aber schnell. Ja, aber ganz kurz. Da müssen wir jetzt wirklich schnell gucken, um das aufzuklären. Ja, warte mal, wir gucken uns jetzt erstmal das Video an. Kann aus der KTU abgeholt werden. Okay. Tobi, kümmerst du dich mal darum, dass ein Streifenwagen zu dem Spielwarenladen fährt, um zu gucken, ob er im Laden ist? Ja. Fraglich ist, ob der Vater seinen eigenen Sohn verletzen würde oder ob ein Kinderhasser Stofftiere präpariert. Die Kripo-Beamten verschaffen sich zunächst einen Eindruck von dem Witwer. Dabei entgeht ihnen nicht, wie verstört der Sohn ist. Ich will ihn viel öfter sehen. Das wollte doch nicht so schwer sein, oder? Du erschreckst sie, das merkst du doch jetzt auch.
Das ist doch total, wirklich das kontraproduktiv, wenn du so bist. Dann schlägst du ihn, dann will er doch nicht mal mehr zu dir. Der tut mir leid. Siehst du, wie verstört er ist, dass der nicht mehr weiß, was da eigentlich Sache ist? Wer ist denn immer der Leidtragende? Das sind immer die Kinder, immer die oder? Kinder, das ist grausam. Also ich glaube, dass der Kindsvater im Grunde genommen ziemlich eingeschnappt ist, weil das Gericht ihm das Kind nicht zugesprochen hat. Da ist er im Grunde genommen eifersüchtig und im Grunde genommen auch im Grunde genommen ein bisschen störrisch gegen seine Schwiegereltern. Und dass er das Kind aber dann nicht pünktlich zurückbringt, das ist jetzt, hat er die Ursache gesetzt für den Streit. Also das muss er sich schon selber zuschreiben, diese Geschichte. Und dass er jetzt ausgerastet ist, wir haben nur auf dem Video gesehen, wie das Kind eingeschüchtert war und haben dann nur gesagt, hier werden alle Probleme auf dem Rücken des Kindes ausgetragen. Also ich muss hier ganz ehrlich sagen, ob er den Teddy so manipuliert hat oder das Schaf, wenn es denn von ihm ist, würde ich mir jetzt eigentlich gar nicht so zutrauen, muss ich hier ganz ehrlich sagen. So macht er. Ja. Hier ist der Schaf von der KTU, aber bitte ganz vorsichtig, hier sind überall. Ja, das hatte ich ja eben schon in der Hand. Gerade im Kopfbereich. Was haben die gesagt? Ja, das sind tatsächlich überall Nadeln drin. Ja. Also das lauter Nadeln eigentlich. Konnten die Spuren irgendwie sichern, irgendwo was dran? War da irgendwo noch? Jetzt auf die Kürze nicht, außer dem Blut ist klar. Ja, das sein könnte, dass da irgendwas drauf ist. Wir haben eine Streife dahin geschickt zum Laden. Ja, okay. Für die Ermittler ist es allerdings verdächtig, dass der Vater gerade jetzt, unmittelbar nach der Körperverletzung seines Sohnes, das Land verlassen will. Die soll mal hinten rumgehen. Der arbeitet manchmal im Büro. Ja, lassen Sie mal dich. Das machen wir dann. Wenn er doch tatsächlich irgendwas machen will, dann fahren wir im Zivilwagen mal hin. Das ist sinniger dann. Ja. Wenn vorne aber zu ist. Dass der sich jetzt abgesetzt hat. Wir fahren da jetzt. Weil der will in den Urlaub fahren. Umgehend hin. Der hat geplant, mit seiner neuen Freundin in den Urlaub zu fahren. Jetzt war heute. Er hat eine neue Freundin. Er hat eine neue Freundin. Die Kommissare bitten die Großeltern, mit ihrem Enkel nach Hause zu fahren. Der Plan der Ermittler? Den Vater mit der Tat an dem 6-Jährigen konfrontieren und den Spielwarenladen des Mannes auf Spuren durchsuchen. Herr Koop, können Sie bitte mal zu uns kommen? Herr Koop, kommen Sie bitte mal her. Herr Koop, kommen Sie bitte mal zu uns. Was ist los? Wir sind von der Kriminalpolizei. Okay, wir sind wegen Ihres Sohnes hier, genau. Was ist los? Was ist passiert? Ich habe ein paar Fragen an Sie. Haben Sie einen Teddy verschickt oder einen Schaf? Irgendwie so ein Tier? Ja, vor 2 Tagen habe ich ihm was geschickt, ja. Ja, und? Was war das? So ein Plüsch-Schaf war das. Ja, und haben Sie was reingepackt? Ja, das Schaf habe ich reingepackt. Gucken Sie mal. Brief habe ich noch rein. Ja, aber Sie haben das Geschenk. So sah Ihr Sohn heute aus. Was ist da los? Was ist denn passiert? Ja, das wo ist er denn jetzt? Geht's ihm gut? Jetzt geht's ihm gut. Die Großeltern haben ihren Enkel zu Freunden gebracht. Trotz der Anschuldigungen des Schwiegervaters halten die Kommissare den Verdächtigen für glaubhaft. Eine andere Person rückt jedoch in den Fokus der Ermittler. Ja, es ist natürlich. Was haben Sie denn alles reingepackt in das Paket? Paket gepackt mit dem Schaf und haben einen kleinen Zettel dazu geschrieben. Was mir eben reintut. Was für ein Zettel? Warten Sie mal. Warte mal, ganz kurz. Herr Staller, Ihr Schwiegersohn Ex, auf den Sie nicht so gut zu sprechen, hat gesagt, da wäre noch ein Schreiben bei gewesen? Nein, das kam ganz ohne Anschreiben. Deswegen habe ich gedacht, du hast es geschickt, vielleicht so als Entschuldigung oder so. Ich habe das hinten im Büro alles geschrieben. Oh, dann zeigen Sie uns doch mal. Warte. Komm natürlich. Mal ganz kurz rum. Ja. Bleiben Sie mal ganz kurz da stehen. Guck dir mal kurz. Ja. Ja. Ein bisschen komisch, ne? Was macht der Schwiegervater für eine Figur hier? Ja, momentan ist der Schwiegervater auch ein bisschen aufbrausend. Der beschuldigt ihn ja auch gerade. Was hat er für ein Interesse? Ja, keine Ahnung, vielleicht, dass er sein Sohn gar nicht mehr sieht. Will er loswerden? Also sein großes Sohn, oder möglicherweise hat er auch, wir müssen mal fragen, ob er irgendwelche Drogen hat. Vielleicht will auch einer den Laden hier hops nehmen. Ja. Ja, die Rolle des Vaters, da hatten wir beide das Gefühl, dass der uns nichts vorspielt. Die Rolle des Schwiegervaters war so ein bisschen aufgesetzt. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen jetzt innen drin rein, weitere Sachen sichern oder reingucken, ob wir noch irgendwas finden. Deswegen hatte ich den Kollegen von der Streife mit dazugezogen und gesagt, passt mal auf den Schwiegervater auf, nicht, dass der sich hier gleich entfernt. Hinten habe ich es eingepackt. Das mit dem Brief ist ja auch seltsam, dass der nicht dabei war. Ja. Und dann glaube ich sogar ihren ehemaligen Schwiegereltern, weil die waren auch völlig aufgelöst. Ihre ehemalige Schwiegermutter hat sie sogar noch relativ verteidigt dabei. Ging es dazu ihrem ehemaligen Schwiegervater. Und dann haben Sie das Paket weggebracht? Nee. Dürfen wir uns mal ein bisschen meine Freundin umprobieren? Bringt dann immer die Pakete weg. Ach, Sie haben das nicht zur Post gebracht? Sie können sich ruhig umschauen. Also Sie haben es nicht weggebracht? Pakete waren von hier oder was? Hier haben Sie die Pakete rausgenommen, hier liegen ja noch ein paar. Packe ich die Pakete immer, stell die vorne ab und dann bringt sie meine Freundin normalerweise immer weg. Oh, hier stehen da Pakete. Klaus? Ja. Oh.
Den Kommissaren ist klar, die Nadeln solcher Spritzen steckten in dem Stofftier. Folglich hat der Täter das Plüschtier im Laden präpariert und den Brief herausgenommen. Lass mal, der Brief, den haben Sie ja geschrieben, ja? Ja. Ja, das ist er. Das war er, würde ich sagen. Ja. So. Der Brief ist also nie angekommen. In dem Fall nicht. Wer hat das Paket denn weggebracht? Oder wer soll das denn wegbringen? Haben Sie, oder haben Sie schon? Hast du gesagt, Mira hat das weggebracht. Hat gesagt. Sie haben es gesagt. Sie haben, weggebracht? Schon, ja. Sie haben das Paket weggebracht? Ich würde sagen, wir gehen mal nach können vorne. Sie mal, können Sie mal herkommen? Ich habe ja nichts damit zu tun. Ich meine, komm, wir gehen mal nach vorne. Vielleicht haben wir einige. Ich nehme das mit. Erzählen, oder? Kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal mit. Ich liebe Leonie, mein eigenes Kind. Na, aufgrund der Reaktion des Vaters, dass der völlig entsetzt war und das gar nicht begreifen konnte, weil er hatte das Päckchen ja gepackt. Er wusste ja, was er reingepackt hatte. Das konnte der überhaupt nicht verstehen, weil er wollte sich ja bei seinem Kind auch entschuldigen für sein Verhalten. Das ist sicher nicht von mir. Ja, was soll ich denn sagen? Ich Sie sollen doch zur Post bringen. Du hattest es als letztes in der Hand, also sag es einfach. Gib's jetzt zu. Sie haben das Paket wieder ausgepackt, haben Zettel rausgenommen, richtig? Und Sie haben die Spritzen da reingepackt. Ist es wirklich so? Haben die recht? Verdammt noch mal, ich war's. Sie noch spinnst du eigentlich völlig? Hallo. Ja, also... Was, ist du noch ganz klar im Kopf? Da hätte was da sicher passieren können. Ja, du denkst immer nur an deinen bescheuerten Sohn. Leon, hier, Leon, da, immer nur Leon, Leon. Hast du sie doch alle? Aber das kotzt mich so an. Denkst du eigentlich auch mal an mich? Ja, dir was weiß ich was passieren können. Sag mal, kannst du vielleicht auch mal reden oder irgendwas machen? Aber so etwas, bist du halt völlig verrückt. Hast gemacht? Hör mal, ich bin Mitte 30, einmal eine biologische Utik. Wie oft haben wir schon über Kinder gesprochen? Aber nein, du willst ja keine. Wir zwei reden ganz sicher über gar nichts mehr. Ach, komm, weder hier in dem Laden noch privat oder irgendetwas. Ich will nie wieder mit dir irgendwas zu tun haben, ist das klar? Weißt du was? Ich will mit dir nie wieder was zu tun. Deinen Scheißurlaub kannst du ja nicht alleine machen. Ich bin jetzt ja nicht weg. Nein, sie bleiben jetzt hier, junge Frau. Ja? Sie kommen mit uns. Sonst gehen sie überhaupt nirgendwo hin jetzt heute. Die Dame wird sich bei uns auf der Dienststelle wegen der gefährlichen Körperverletzung verantworten müssen. Das hätte auch schlimmer ausgehen können, wenn man überlegt, wie viele Nadeln im Prinzip oder abgesprochenes Spritzen in diesem Schaf drin waren. Wir können froh sein, dass es so relativ glimpflich ausgegangen ist, das Ganze. Sie werden dann trotzdem noch mal von uns hören. Ja? So, wir sehen uns dann gleich drin, Tobi, Marco. Ja, wir fahren auch was. Ja. Die Täterin kann eine Haftstrafe erwarten. Der kleine Junge hat sich schnell von dem Schrecken und den Verletzungen erholt. Die Großeltern bieten dem Vater des Kindes nun an, seinen Sohn häufiger zu sehen.